Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem weiteren Video und heute schauen wir uns wieder einen weiteren Song an, einen neuen Song vom guten Corey Taylor. Wir haben ja eine Reaction am Start, ihr seht es ja bereits, ich muss es ja nicht erklären, es ist Freitag, ihr kennt ja das Konzept. Heute haben wir den Song Highway 666, ja nicht die Route 66, sondern ja, da geht's woanders hin, ne? Also der Highway to Hell quasi in der modernen Neufassung, möchte ich dir nicht sagen, dass das jetzt ein Cover ist, aber auf jeden Fall bestimmt ein bisschen angelehnt daran. So, ne? Ihr kennt ja das Spiel, ne? Ich bin der Rockshop. Wer mich nicht kennt, ich bin ein studierter Gitarrist, studiere Audio Engineering und bin Musiklehrer. Ich gebe ein bisschen meinen Senf zu irgendwelchen Songs ab und versuche ein bisschen Expertise dabei einfließen zu lassen, denn das macht mir ganz viel Spaß und hoffentlich könnt ihr ein bisschen was davon mitnehmen. Wenn ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann drückt am besten mal den Abo-Knopf, dann verpasst ihr auch nichts mehr von dem ganzen Kram, der hier passiert. Das sind unter anderem neben Reactions noch Album-Reviews, wie wir jetzt diese Woche schon eine von Callejon hatten vom neuen Album Metropolis, aber auch Musik-News, Podcasts, Analysen und Rankings und so weiter und so fort, auch Livestreams auf Twitch. Den Link findet ihr ebenfalls da unten immer samstags um 19 Uhr und montags um 20 Uhr. Außerdem findet ihr noch alle relevanten Links zu meiner Band Alternative Ways. Wir haben erst vor kurzem unsere erste EP Astray rausgebracht, die könnt ihr euch mal geben. Und nun starten wir mit dem eigentlichen Video, nämlich der Reaction zu Corey Taylors Highway 666. Ich würde sagen, wir labern nicht mehr lange rum und legen direkt los. Da habe ich übrigens mit einem Lyrics-Video zu tun, nicht mit einem Musikvideo, aber das werdet ihr eh schon gesehen haben. Okay. Illustre Gestalten. Rock and fucking roll! Warum muss ich mir bei diesem Gitarren-Solo gerade schon hinten vorstellen, wie im Hintergrund Dave Grohl als Teufel verkleidet steht und das spielt? Ich finde sogar, der Hals könnte ein bisschen dicker sein. Okay. Das fängt schon so ein bisschen... so ein bisschen westernmäßig, ne? I'm standing on Highway 666 when the devil ran me down. Ist das so ein bisschen Devil Went Down to Georgia oder was? Ready to fix when the devil ran me down. He said, son, your soul's good as mine. Just give me more and you'll be fine. I've turned and waved goodbye when the devil ran me down. That's right. Das ist ja echt Rock and fucking Roller, der. Vom Teufel zusammengefahren, ey. Satan-Nummernschild, ey. Dieses Gitarren, dieses bisschen bluesige da im Hintergrund, gerade voll geil. Das ist ja ein Song, wie ich ihn überhaupt nicht erwartet habe. Also da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überrascht. Das ist ja zum Teil echt so ein bisschen so eine Devil Went Down to Georgia Reference, die wir hier haben. Es ist ja jetzt auch ein Song, der in der letzten Zeit öfter mal wieder aufgebracht wurde. Einmal in der Coverversion von Korn mit Yelda Wolf, einmal nochmal von Nickelback. Spaß. Das ist jetzt vom Stil her auch wieder dieser bisschen dieser Gegenüberstellung mit dem Teufelsstil, ne? Und dann auch in dem Fall, gut, er wurde jetzt mit Teufel überfahren, das war jetzt in anderen Songs nicht so, aber so kann man es auch machen, warum auch immer. Aber ich finde auf jeden Fall diesen Western-Sound und dieses Blues-mäßige finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Das hätte ich bei Corey Taylor gar nicht erwartet, aber macht auch irgendwo Sinn, dass er sich in der Richtung mal ausprobiert, weil es hieß ja immerhin, dass es auf dem Album, was er jetzt rausbringt, hauptsächlich Songs sein werden, die stilistisch nicht zu Slipknot gepasst haben. Und wenn er halt mal Bock hatte, sowas zu schreiben und das vielleicht auch nicht zu Stone Sour passt, weil es dafür irgendwie zu bluesig und zu Upbeat und so sonst irgendwas ist, dann ja, macht das Sinn und dann kann er das gerne tun. Also ich find's überraschend erfrischend gerade. Also ja, es ist cool. Mal gespannt, wo der Song noch hinführt. Hey,
Schau dir den Bass geil, wie er einfach nur auf die Viertel. Dum, 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 dum. Das ist einfach so dieser so die klassischste Rolle, die ein Bass einfach einnehmen kann, aber es ist einfach oder die simpelste, also so gesehen, aber es kommt einfach so gut. Es ist einfach dieses schöne, nach vorn marschierende und dann dieser brummende Bass-Sound in den Tiefen, meine ich jetzt. Geil. Hentai! Alter! Was geht denn in dem Video ab, Alter? Ich bin mal geiler Aufbau hier wieder mit der Akustikgitarre jetzt auch. Coole Sounds. Bisschen Harmonics oder wie? I just laughed and waved goodbye, cause the devil let me down. Okay. Das ist geil. Wir waren heavily inspired by James Hetfield. Yeah! Yeah! Geil. Yeah! Schickt. Sehr gut. Finde ich cool. Also vom Vibe her, wie gesagt, es war jetzt überraschend. Gar bei Highway 666, man hätte ich denken können, dass irgendwie in diese... Nee, hätte man nicht. Ich hab's jetzt nicht. Ganz einfach. Jedenfalls überraschender Klangcharakter, sag ich mal. Stilcharakter, sag ich mal. Aber sehr geil. Also muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Und gerade die Rhythmussektion, also Bass, Schlagzeug, verdient jetzt hier in dem Song wirklich mal ein Lob, weil die haben das echt sehr, sehr tight und geil gemacht. Das klang wirklich jetzt nicht übertrieben, ausufernd und jetzt so Slipknot-like mit Double Bass und Schieß mich tot, aber das braucht's manchmal auch gar nicht. Das ist aber geil, mal Corey Taylor auf so einem Instrumental jetzt zu hören, also so stilistisch auch so ein bisschen abgewandelt, das ist nicht nur nicht im Slipknot-Stil, weil das haben wir bei Stone Sour auch. Sag mal, sowas jetzt hier ist ja noch ein bisschen... weiter ab vom Schuss, wie man es jetzt vergleichsweise normalerweise kennen würde. Und ich finde hier tatsächlich gerade, dass dieses Minimalistische auch gerade im Bass, in der Bassbegleitung und in den Drums auch, mit den paar speziellen rhythmischen Breaks dann, die natürlich dann jetzt ausschlaggebend für den Charakter des Songs sind, dass das doch ziemlich geil kommt. Gerade jetzt am Ende, wo dann immer ein Takt so durchgespielt war, von der Gitarre auch, und dann im nächsten Takt immer diese betonten Viertelschläge gekommen sind, wo dann der Bass und das Schlagzeug wieder voll dabei waren. Hat mir doch sehr gefallen gerade, auch zwischendurch mal dann wieder der Aufbau nach dem Solo und so. Das waren schon ziemlich coole Sachen, so, die auch wieder Dynamik reingebracht haben, das war wieder nur die Akustikgitarre, dann kommt die E-Gitarre langsam dazu und dann geht's wieder richtig los. Auch dieses Bluesige, das ist irgendwie ziemlich geil gewesen gerade. Muss ich mir noch ein paar Mal anhören auf jeden Fall, weil ich glaube, da wird mir noch einiges auffallen, was, ja, hier, ich sehe es gerade in den Kommentaren noch, the animator drew his neck too small, hab ich auch gesagt gehabt, der Hals muss dicker sein, Corey Taylor ist ja Corey the Neck Taylor. Warum er jetzt hier genau vom Teufel und Konsorten auseinandergenommen wurde, weiß man nicht, wahrscheinlich wollten sie an die heiligen, geheimen Kräfte seines Halses rankommen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, geiler Song. Jetzt seid ihr wieder dran, mich in den Kommentaren wissen zu lassen, was ihr von dem Song haltet. Was ihr jetzt auch im Vergleich zu den anderen Songs davon haltet. Welchen Song ihr bisher am geilsten findet von denen, die rausgekommen sind. Von Black Eyes Blue, CMFT Must Be Stopped und Highway 666. Ich glaube, mein Favorite ist nach wie vor CMFT Must Be Stopped, weil der groovt einfach so geil. Die Feature-Parts sind so geil. Aber der ist auf jeden Fall auch cool.
und gefällt mir, glaube ich, noch ein bisschen besser jetzt als Black Eyes Blue, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, ich bin gespannt nach wie vor aufs Album. Ja, wenn es euch gefallen hat, was ich hier gelabert habe, lasst mir auf jeden Fall ein Like nach oben da und gebt dem Kanal, wie gesagt, ein Abo. Und wenn ihr mich jetzt noch supporten möchtet, findet ihr hier oben noch den Link zu meinem Patreon-Account, genauso wie auch den ersten Link in der Beschreibung. Das ist der gleiche. Da könnt ihr mich supporten, bekommt auch noch ein bisschen extra Content dafür. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Da würde ich mich sehr bedanken bei euch. Ist natürlich kein Muss, ja, wenn jemand Bock hat, den ich will, muss. Nein. Und genau, dann würde ich auf jeden Fall sagen, habt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns ja nochmal dieses Wochenende. Wir haben ja noch die John Petrucci Review offen stehen, die entweder morgen oder Sonntag kommt. Ich kann es noch nicht genau abschätzen, wie es morgen zeitlich passt, ob ich es schon fertig bekomme. Auf jeden Fall morgen Abend der Livestream, am Sonntag der Podcast, an einem von den beiden Tagen noch die Review. Also seid gespannt. Es geht auf jeden Fall noch vollgepackt weiter. Dann will ich mal sagen, Metal auf, Leute, und macht's auf jeden Fall besser.